Und damit herzlich willkommen zum nächsten GTA-Video. Beim letzten Mal haben wir die letzten beiden Missionen beim Loco-Syndikat gemacht. Zumindest ist das jetzt dieses türkise Alien-Symbol wieder auf der Map unten verschwunden und die Triaden sind wieder hier direkt bei uns an der Werkstatt aufgetaucht. Und das heißt, ich schaue mir jetzt einfach mal diese Mission an, was es da zu machen gibt. Auf geht's! Outrider. Jizzy, what's going on? Well, my business associates, they need a little assistance. And I thought of you, friend. Meet T-Bone at the gas station next to the docks in the Easter Basin. He's waiting for you in a four-door sedan. Excuse me, partner, I got a call coming in. Arrivederci. Whatever you say. Bye. Ja, dann treffen wir uns mal mit T-Bone Mendes. Begib dich zum Auto, ja, mache ich doch. Ah, oh, ich habe nur den Zuschalterschlitten in der Garage stehen. Ja, das kann ich mir nicht zumuten. Mit der Karre freiwillig rumzufahren, da fahre ich nur, wenn ich wirklich muss. Das muss nicht sein. Dann muss ich mal eine andere Karre suchen. Oh, 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 bleibst du stehen. Schade, er bleibt nicht stehen. Ach, weißt du was, dann bist du ja das Opfer. Ganz einfach. Ah, ich bin falsch gefahren, egal. Wenn ich jetzt noch auf den Vieren gelandet wäre, wäre das natürlich noch besser gewesen. Schade. Mach's gut, Auto. Bumm. So. Hey, wie kommt ihr denn hier durch? Oh, das will ich auch. Oh, ich will auch durch Wände fahren. Ich will das auch können. Och man. Warum können das andere und ich nicht? Das ist voll unfair. Ach, das ist ja gleich hier ohne. Da kann ich auch hinlaufen. Voll gemein. Die Feuerwehr ist auch ziemlich langsam. Der Brand ist schon wieder längst verflogen. Ach, das ist ja schon hier ohne. La 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 la. Hey, noch gar nicht angestiegen. Man, what the hell everybody anyway? Oh mein Gott. Hey, you a beachy hooter or what? What the hell? You think you can mess with me? I will blow your head off and rape and kill your family, you snake. You think you can fucking bullshit me and fuck me over? I know your fucking game, Essie. I don't know what you're talking about, man. My throat. Who you working for? Nobody. Turn around and look at me. I'm just trying to make some money. Keep my mouth shut, I swear, man. I almost had you, man. I almost fucking had you. Watch ya. You gotta be careful in this business, man. You know that. Are you boys done playing around? Yeah, we're straight, Bato. Oh, good. That's great. Now, we gotta go meet this shipment. We're late as it is. Let's go. You heard what Hefe said. Fahr an dem Ort, wo sich der Van befindet. Als ob der jetzt wirklich CJ eine abgeknallt hätte. Das hätte ich dem echt nicht. Ich hätte ihm irgendwie auch zugetraut, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß es nicht. So, fahren wir jetzt einfach mal dahin. Ich sehe zwei Kästchen auf dem Radar. Was soll das jetzt bedeuten? Raketenwerfer, da hinten ist ein. Come on, let's go for a drive. Da hinten ist ein Raketenwerfer, den muss ich mir holen. Den kriege ich freiwillig angeboten. Und was noch? Das liegt hier umsonst rum, ich glaub's nicht. What the fuck? Okay, das brauchen wir wahrscheinlich jetzt für die Mission. Anders kann ich es mir nicht vorstellen.
Ansonsten will das, glaube ich, nicht umsonst hier rumliegen. Ja, ich bin auch schon fast da. So. Get out and grab a bike. The shipment has to get to the factory. You make sure it does, we make it worth your while. We're watching you, kid. Simon, Nesse, we're watching. Oh, das Eskorten-Motorrad. Ich hasse Motorradfahren. Auch wenn das natürlich Teil einer Mission ist, muss ich das natürlich machen. Bevor der Van dort ankommt. Alles klärchen. Dann lass mir mal ein bisschen Vorsprung hier. Ach, der Raketenlehrer, da haben wir es doch schon. Ich wusste, irgendeine Bedeutung muss der doch haben. Was ist jetzt eine Strahlensperre? Ist das jetzt eine Strahlensperre von den Cops? Weil dann wird es wahrscheinlich ekelhaft auch mit Fahndungssternen und so weiter. Ach nein, bin ich. Na gut. Ich schau mir das mal an. Aha. Das sind keine Cops. Naja, das sind auch irgendwelche bösen Leute. Und daher will ich mich da jetzt auch nicht so abstressen. Zu kurz. Scheiße. Kaboom. Wollen wir die nächste Straßensperre? Natürlich. Ja, man muss da die richtige Entfernung sein. Wenn man zu nah dran ist, wird man zu diesem Herrn da, wer das auch immer sein mag, ganz schön schnell getroffen. Und wenn du dann Raketenwerfer hast, ist das natürlich auch irgendwie ekelhaft. Also man muss da die richtige Entfernung auch finden, um auch zu treffen. Von daher muss ich mich da immer langsam ranschleichen. Und ich darf nicht meine Munition so viel verschwenden. Das kann dann auch etwas bitter werden. Scheiße. Nochmal. Bumm. Muss ich noch. Ah, dafür das Scharfschützengewehr oder was? Ah, wie kann man denn so mal zoomen hier, Mann? Bleibst du mal ruhig stehen, Junge? Boah, der Junge riecht mich auf, was... Hallo! Boah! Ja, toll, der Transporter wurde zerstört, Mann. Scheißdreck da. Hätt mich doch am Arsch, Mann, das ging nicht. Wenn der so ein bisschen wilder da rumgesprungen ist, Alter. Bis gleich. So, Freunde, ich bin jetzt wieder bei der zweiten Straßensperre angelangt. Und jetzt muss ich... da anders vorgehen, auf jeden Fall. Bam. Bam. Drangehen. Ich muss den erstmal ausschalten. Ah, ich habe Zoom wieder entdeckt. Zack. Jetzt die Karre noch wegräumen hier, dann haben wir's. Ja, was ist denn hier noch? Hä, wo ist denn hier noch was?
da oben. So, ich habe die da oben nicht gesehen. Da oben stehen ja noch welche. Die haben sich da oben versteckt, diese Drecksäcke. Jetzt muss ich mich echt beeilen. Wo ist denn der andere, Mann? Da oben sind auch noch welche. Scheiße. Junge, pass mal auf, wo du hinfährst, Alter. Bist du blöd? So, jetzt aber. Jetzt brauche ich mal ein Fahrzeug. Wo ist mein Bike? Da vorne ist mein Bike, Alter. Schnell jetzt aber mal. Die sagen Straßensperre und... Ja, toll, ich habe eh schon wieder verkackt, Alter. Ja, toll. Super. Schon wieder verkackt, Alter. So, Freunde, der dritte Versuch jetzt, also zweite Straßensperre, habe ich jetzt auch hier erledigt. Scheiße, ich brenne. Verfliegt das Feuer wieder? Das verfliegt doch wieder, oder? Hoffentlich, ja, das verfliegt wieder. Aber das dampft jetzt ganz schön, das Bike. Ich glaube, das muss auch ganz bleiben. Oh Gott. So. Jetzt wieder taktisch klug und nicht ins offene Messer laufen. Zu kurz. Boah, was bist du denn für ein Arschloch hier mitten in die Schussbahn? Oh Gott! Come on! Ja, ich bin noch da! Ich krieg den einen verdammten Dingsnetz, Mann! Gott! Scheißdreck da! Ich raste aus, Mann! Scheiß Mission, Alter! So, und ab in den vierten Versuch, die dritte Straßensperre liegt wieder vor mir hier. Jetzt muss ich schneller machen. Ich darf nicht zu viel Zeit verlieren. Zack. Bumm. Da ist der lebt noch. Komm, steh auf, zack. Oh, nur diese. Nein, das will ich doch gar nicht, Mann. Steh auf, komm. Oh, ist das ekelhaft, Mann. Ja, ist gut. Ich hab schon wieder verkackt, Mann. Zack. Hier, irgendwo ist da noch einer. Hä, hier ist doch noch irgendwo einer. Ach, da. Oh Gott, ey. Ey, ich baue mal ein Auto hier. Komm, gib mir mal ein Auto, Alter. Ich brenne. DJ brennt. Oh nein, ich verliere Rüstung. Okay, ich sterbe nicht.
So, jetzt da hinterher, aber. Boah, ich mach 10 Kreuzzeichen, wenn ich das gemacht habe, Alter. Was ist das eigentlich für ein Van? Was ist das da für ein Typ da drauf? Hallo Junge! Lass mich doch erstmal hier durch, so. Boah, was ist das für ein Fahrer, Alter? Ist der dumm? Was macht der da? Hallo? Der fährt haufenweise Leute um. Dann darf ich das ja auch, oder? Okay, we made it. But the cops gonna be all over the spot real soon. Get the van out of sight. I'm gonna get out of here. Oh nein, jetzt krieg ich hier drei... Alter, was sind denn das für Dreck? Jetzt krieg ich drei Fahndungsstern. Also, sag mal, geht's noch? Geben die mir einfach drei Fahndungsstern nach einer Mission, Alter. Spinnt ihr? Naja gut, ich beende jetzt die Folge. Ich speichere jetzt hier vorne schnell, damit das schnell geschafft ist. Bis dann, ciao, Freunde.